turbulente Geschichte des deutschen Rieslings. Er gehörte mal zu den besten und meistgeschätzten Weinen dieser Welt. Er litt dann an großen Image- und Qualitätsverlust und heute glänzt er wieder mit neuen Spitzenqualitäten. Genau diese Geschichte wird heute auf dem G20-Gipfel des Weins Thema sein. Hier kommen Spitzenwinzer aus der ganzen Welt, anerkannte Weinkritiker, Journalisten und Politiker zusammen, um sich bei der Verkostung von 100 Jahrgängen Rieslingwein von der Spitzenqualität zu überzeugen. Let's go! Im 19. und auch Anfang des 20. Jahrhunderts genossen die besten deutschen Rieslingweine weltweit eine unglaublich hohe Reputation. Bis in die 50er Jahre wurden für deutsche Spitzenweine dieselben Preise aufgerufen wie zum Beispiel für französische Spitzenweine. In den 60er und 70er Jahren verloren die Weine dann aber an Qualität. In den 80er Jahren gab es dann einen großen Umschwung, dazu kommen wir aber gleich. Angekommen im Rheingau im Kloster Eberbach. Hier werden jetzt die Weinraritäten verkostet. Ich habe gerade schon gesehen, direkt im ersten Flight ist eine Riesling-Auslese aus 1909. Vorfreude ist hier gar kein Ausdruck. Ich bin einfach unheimlich gespannt. In den 60er und 70er Jahren wurde in Deutschland hauptsächlich süßer Weißwein produziert. Dann hat plötzlich ein Umdenken stattgefunden und die Winzer haben angefangen, sehr, sehr qualitativen, trockenen Weißwein zu produzieren. Wie kam das? Kam dadurch, durch die Innovation der Gastronomie, inspiriert von aus der französischen Küche, der Nouvelle Cuisine. Wir in Deutschland durch mehrere Restaurants, zum Beispiel die Tantris, die Aubergine, der Schweizer Stuben, haben vor allem die Ente, wo ich auch Sommelier war, haben natürlich gesagt, sag mal, warum können wir nicht in Deutschland auch trockene Weine produzieren, die zu Essen passt? Und das war natürlich erstmal eine Revolution, weil der deutsche Winzer, mit dem wir anfangen zu tun haben, konnte überhaupt nicht verstehen, was wir meinen. Das war natürlich schwer, weil du musst dir vorstellen, ein Winzer kennt nur das, was er kennt. Jetzt kommen wir aus der Essensgeschichte, Foodpairing, und hab gesagt, sag mal, du musst mal sehen, wir verkaufen nur trockene Weine aus Frankreich, nicht nur Elsass, sondern von auch Weiße Burgunder, Loire etc. Das war ein bisschen der Startschuss für viele, die sich haben ins und eigentlich hat uns das heute alle recht gegeben, weil viele Winzer haben dieses Thema aufgegriffen und das ist heute der Beweis, dass Deutschland als großartiges Weinland mit trockenen Weinen besser dasteht als je zuvor. Absolut. Qualität im deutschen Spitzenwein ist zurück. Mich hat aber auch interessiert, wie internationale Winzer diese Entwicklung und die Qualität heute von deutschem Riesling wahrnehmen. I always had a great admiration for German Riesling. Es ist eine sehr geschätzte und geehrte Rebsorte. Structure, power, but fine, elegant, fresh. Und vor allem haben diese Weine ein irrsinniges Potenzial, was die Reife betrifft. I think they have a character, they are unique. Diese Präzision, diese Klarheit. Riesling is incredible. And I think in this world to have unique wine is of an advantage. I mean, the way they're able to age, the intensity, the different, let's say, nuances, they're really great wines. Wenn man 100 Rieslinge aus dem Kloster Eberbach verkostet und sich mit der Geschichte auseinandersetzt, dann gehört es natürlich auch dazu, sich mal mit der wichtigsten und geschichtsträchtigsten Lage aus dem Kloster, dem Steinberg, auseinanderzusetzen. Es ist wunderschön, es ist eine sehr große Lage und ja, es ist einfach sehr interessant zu sehen, wie man jetzt aus dieser Tradition, aus der Geschichte in die Moderne übergeht. Herr Greiner, wir sind jetzt an dem Gipfel dieser Verkostung voller Highlights angelangt mit einem 1893er Riesling. Dieser Wein wurde vor 130 Jahren hier in die Schatzkammer des Klosters Eberbachs eingelagert und heute geöffnet. Wie nehmen Sie diesen Wein wahr? Also erstmal bekommt mich ein Gefühl der Ehrfurcht und Respekt vor dem, was die Vorfahren geschaffen haben, den damaligen Möglichkeiten, einen Wein, der so von hoher Qualität ist, dass er uns 130 Jahre danach
wirklich fasziniert. Was da aus dem Glas geströmt ist an Aromen, an Intensität und eine frische Säure noch gehabt. Unglaublich, was eben ein guter Riesling vermag. Was da für ein Potenzial auch in der Rebsorte an Reifepotenzial steckt. Was müssen denn für äußere Umstände, wie zum Beispiel hier in der Schatzkammer, bestehen, dass dieses volle Potenzial dann auch ausgeschöpft werden kann? Der Grundstock muss gelegt sein. Weinberg, Keller, Ausbau, Flaschenreife, so. Wenn der Wein dann wirklich in perfekten Zustand auf die Flasche kommt, dann soll er natürlich gelagert werden bei niedrigeren Temperaturen und ohne große Temperaturschwankungen, weil Temperaturschwankungen heißt immer, Flüssigkeit dehnt sich aus, Luft wird aus der Flasche gedrückt, zieht sich zusammen, Luft wird reingezogen, wie im Pumpvorgang. Mhm. Je mehr Luftkontakt, desto schneller oxidiert, desto schneller reift der Wein. Hier haben wir ziemlich stabile Temperaturen, nur minimale Sommer-Winterschwankungen, gleichzeitig ganz hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann kann der Wein gut reifen und muss natürlich trotzdem, weil der Kork als Naturprodukt, mit dem ja die alten Weine verschlossen waren, natürlich auch dann mit der Zeit porös wird, weil es Naturmaterial ist. Und das muss halt dann alle ungefähr 40 Jahre ausgetauscht werden. Da müssen die alten Korken raus und frische rein. Und das ist natürlich auch eine wichtige Pflegearbeit, sodass die Weine dann auch wirklich in Top-Kondition bleiben. Vielen, vielen Dank, dass wir hier mit dabei sein durften. Das ist eine absolute Ehre und hoffen wir, dass dieses Kulturgut eben auch noch vielen weiteren Generationen so erhalten bleibt. Cheers. Mein Fazit zu dieser Veranstaltung ist es, toll zu sehen, welche Faszination deutscher Riesling und vor allem gereifter deutscher Riesling erzeugen kann. Man sieht auch, dass international die Spitzenwinzer, die hier zu Gast waren, wie da die Faszination, das Interesse geweckt wird. Und ich bin mir 100% sicher, dass wir da eine ganz spannende Zukunft vor uns haben.